Pokémon-Designs sind wie Menschen. Sie verändern sich im Laufe der Zeit. Früher hatte Glutexo einen gewaltigen Buckel, heute kann es aufrecht stehen. Werfen wir einen Blick auf sehr viele frühe Pokémon-Artworks und Sprites und sehen, welche Pokémon im Laufe der Jahre die ein oder andere Änderung durchlebt haben. Es gibt nur eine Regel. Keine Beta-Pokémon. Zum einen habe ich vor Jahren ein bestimmt hervorragend gealtertes Video dazu gemacht und zum anderen gibt es so 50 Stück, seitdem die Pokémon Gold und Silber Demo ihren Weg in das Internet gefunden hat. Darüber reden wir bestimmt ein anderes Mal. Nur offiziell Release Pokémon und Artworks. Fangen wir leicht an, mit den Unterschieden, die Sprites der roten und blauen Editionen bei uns mit sich gebracht haben. Manches davon sind Dinge, die tatsächlich am Design später noch verändert wurden, und andere sind schlicht und ergreifend Fehler. Die ersten Editionen sind nicht unbedingt für ihre Qualitätssprites bekannt. Der Grund, warum bei uns statt Rot und Grün überhaupt erst Blau und Rot erschienen sind, ist unter anderem die schreckliche Arbeit an den Sprites, welche von sehr fürchterlich zu etwas weniger fürchterlich aufstieg. Kokunas ursprüngliches Design gefällt mir wesentlich besser als das neuere. Damals waren seine Fangarme, welche später noch zu Bibos Stacheln werden, deutlich an den Kokon zu erkennen, was Kokuna ein ziemlich aggressives Äußeres verliehen hat. In dem neuen Design sind die Arme sogar immer noch zu erkennen, nur sind sie direkt an seinem Körper und stehen nicht mehr ab. Es gibt sogar noch ein frühes Artwork einer Sammelkarte, in welchem dieses Design zu erkennen ist. Dann wiederum hatte Kokuna in frühen Sugimori-Artworks und den zuvor erschienenen Rot- und Grün-Sprites keine dieser Fangarme, also haltet davon, was ihr wollt. Kingler ist lediglich ein Sprite-Fehler. Statt der ikonischen riesigen Klaue hat es einfach zwei davon. Damit sieht es aus wie ein riesiges Krabby. In den ersten Artworks und dem Sprite von den japanischen Rot- und Grün-Editionen hat es eine große und eine kleine Klaue. Dieses Design sollte nie so in der Form existieren. Owei hatte ursprünglich ein wesentlich größeres, dominantes Ei bei sich. Was interessant ist, denn in seinem Sprite der zuvor erschienenen Originaleditionen gab es kein größeres Hauptei, wohingegen es ganz deutlich in dem ersten offiziellen Ken Sugimori Artwork von Owei zu erkennen ist. Tatsächlich weisen die Owei Sprites aus der Silbernen und Gelben Edition ebenfalls den größeren Kopf in der Mitte auf. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Owei 1 tatsächlich so aussehen sollte. Mir persönlich gefällt das moderne Owei besser, auch wenn mich das eine aufgeschlagene Ei da hinten immer noch etwas verwirrt. Ich meine, ist es tot oder so? Ich weiß es nicht. Smogon Sprite aus Rot und Blau ist ähnlich wie der von Kingler lediglich ein Fehler. Sowohl in früheren Artworks als auch den früheren Sprites hat Smogon einen toten Schädel am unteren Teil seines Körpers. Lediglich in Rot und Blau ist der Schädel oben. In späteren Spielen wurde es dann auch wieder regulär dargestellt. Auch Austausch scheint das Opfer eines gewaltigen Kommunikationsfehlers geworden zu sein, denn es sollte sich nie horizontal öffnen. Dieses Austausch ist einfach falsch und wurde weder davor noch danach jemals wieder so gesehen. Gleichzeitig kann ich mir auch gut vorstellen, wie leicht ein solcher Fehler passieren kann. Nebulak sollte ursprünglich wohl nur eine Gaswolke mit Gesicht und ohne eine Kugel mit jenem Gesicht werden. In den Sprites von Rot, Grün und Blau wurde es genau so dargestellt. Es ergibt Sinn für Nebulak als Pokémon einfach nur eine Wolke mit Gesicht zu sein, nachdem es genau das darstellen soll, daher auch der Name. Jedoch scheint es allein als Wolke etwas sehr langweilig auszusehen. Ich kann absolut nachvollziehen, warum Nebulaks Design nochmal überarbeitet wurde. Ich habe drei verschiedene Kategorien für das Video. Nur habe ich nirgendwo Platz für Mantax gefunden, also bringen wir es hinter uns. Mantax wurde in sämtlichen Sprites bis hin zu Generation 4 mit einem Remoraid unter seinem Flügel dargestellt, was wohl außer mir noch einige Leute hat glauben lassen, dass sich Remoraid zu Mantax entwickelt oder so. Denn seit Generation 4 wird es immer ohne Remoraid dargestellt, zumindest in den Spielen. Ich habe nicht gesagt, dass Mantax interessant wird, es passt nur in keine der anderen Kategorien. In den Originaleditionen Rot und Grün konnte ich nicht allzu viele nennenswerte Unterschiede erkennen. Die 2D, die ich habe, sind dafür aber umso interessanter. Aquana hatte ursprünglich einen etwas maskulineren Look als das moderne Design. Es hat vom Körperbau her schon fast was von einem Hund. Die Flossen um Aquanas Hals bilden oben eine Spitze. Es hat Flossen an den Beinen und die Flossen, oder was auch immer, auf seinem Rücken reichen nicht ganz bis zur Schwanzflosse. Glaube ich. Solche Details sind oftmals nicht ganz so einfach einzuschätzen mit derart niedrig aufgelösten Sprites. Wie mir gerade auffällt, hat Aquana in Rot und Blau auch noch das alte Design, nur aus einer anderen Perspektive. Es hatte tatsächlich entweder eine Haiflosse oder ein Horn auf seinem Kopf.
Das erste offizielle Sugimori-Artwork auf der anderen Seite hat bereits fast das finale Aquana-Artwork, welches wir kennen und manche lieben es auch. Dennoch mag ich den Gedanken, dass Aquana ursprünglich etwas kräftiger aussehen sollte. Mew aus Rot und Grün war ein Fehler. Es wurde sehr spät im Development überhaupt erst implementiert, weil es noch etwas freien Speicherplatz gab, aber mein Gott, ich bin kein Fan davon. Mew ist ein Springmaus-Fötus mit psychischen Kräften, weshalb es auch im ersten Pokémon-Film und in Pokémon Snap in einer Blase zu sehen ist, aber ich habe das Gefühl, mit dem alten Design wurde das Konzept zu weit getrieben. Ich werde dieses Fötus-Mew für nicht eine Sekunde vermissen. Sprites an sich sind schön und gut, aber von ihnen aus können wir nie ganz sicher gehen, ob es wirklich ein offizielles Design darstellen sollte oder nicht. Anders hingegen ist es mit den Illustrationen von Ken Sugimori. Bis zum heutigen Tage stammen die Artworks, welche wir überall sehen, von ihm. Was er zeichnet, ist Gesetz in der Pokémon-Welt. Jedoch haben auch seine Artworks nicht die ganze Zeit über die zu 100% finalen Designs wiedergespiegelt. Dementsprechend habe ich mal alle der ersten offiziellen Sugimori-Artworks mit ihren modernen Gegenstücken verglichen, um die ein oder andere Änderung ausfindig zu machen. Die Artworks, auf die ich mich beziehe, sind übrigens die mit dem klassischen Wasserfarblook. Sie haben etwas ungemein Nostalgisches an sich. Glumanda sah in seinem ersten Artwork aus wie heute, mit einem kleinen Unterschied. Es hatte eine kleine Beule bzw. einen Stachel auf seinem Rücken. Ansonsten ist es ganz normal. Bis auf diese Kleinigkeit. Mir wohl nicht viel, was ich dazu noch sagen kann. Ibitak, der eine andere Vogel aus Generation 1, bekam ebenfalls eine kleine Änderung. Seine Schwanzfedern waren diese dichteren, helleren Federn, welche man heute noch an den Ansätzen seiner Flügel erkennen kann. Und es hatte 3 Zehen statt den 4, die es heute hat. Aus irgendwelchen Gründen. Dass Pikachu im Laufe der Jahre etwas abgenommen hat, wissen wir alle. Früher war es ziemlich rund und heute ist es schlank und schon fast sportlich. Jedoch gab es noch ein Design vor Fat Pikachu. Das Fleck am Bauch Pikachu. Wie üblich werde ich die falsch wirkende Farbgebung nicht in Betracht ziehen, nachdem wir es hier mit dem Sprite eines Gameboy-Spiels zu tun haben. Statt einem komplett einfarbigen Fell hatte das Pikachu einen dunkleren Fleck, der sich über seinen gesamten Bauch zieht und erst vor seinem Kopf aufhört. Interessanterweise gibt es zu dem Sprite sogar noch eine Illustration, die im Jahr 1996 auf der Game Freak Website verwendet wurde. Hier sind die Farben von Pikachus Körper und Bauch miteinander vertauscht und zusätzlich hat Pikachu noch dunkel gefärbte Hände und Füße. Die frühesten Ken Sugimori Artworks dagegen zeigen das klassische, lediglich übergewichtige Pikachu. Sollte es also jemals so aussehen, oder ist das nur das Ergebnis eines Missverständnisses, welches für einen weiteren Fehler der Sprite-Arbeit der Spiele gesorgt hat? Keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz, was mit Nidoking damals los war, aber verglichen mit dem modernen Design sieht es fast aus wie eine Mega-Entwicklung. Wo kommen all diese Stacheln her? Und was ist der Sinn dahinter? Nidoking sieht nicht aus, als ob es sich damit noch sonderlich gut bewegen könnte. Ich tendiere definitiv zu dem regulären Nidoking. Wenn ihr denkt, dass Pikachu im Laufe der Jahre an Gewicht verloren habt, dann seht euch mal Mauzi an. Es hatte damals nicht mal Beine, das sind nur Füße. Auch sein Kopf war wesentlich breiter als heute. Es fällt mir schwer vorzustellen, wie dieses Mauzi jemals seiner Rolle im Anime hätte nachgehen sollen. Die gelenkigere Variante scheint dafür wesentlich besser geeignet zu sein. Es kann zum Beispiel tatsächlich laufen. Quapuzzi hatte Finger. Oder sagt sie heute immer noch, aber trägt Fäustlinge, weshalb man sie nicht sieht. Eins von beiden spricht der Wahrheit. Mir persönlich gefällt die Variante mit den Fäustlingen am besten. Georock hatte Finger, die aus einem anderen Gestein als sein restlicher Körper bestehen. Was tatsächlich eine große Frage meiner Kindheit beantwortet. Warum hat das Georock auf der Karte so seltsame Finger? Ich bin immer davon ausgegangen, dass es etwas in der Hand hält oder dergleichen. Aber wie es aussieht, hat sich der Künstler hinter der Karte lediglich an das alte Design von Georock gehalten. Ich weiß nicht ganz, wie es möglich ist, aber dieses Traumato-Design mit seinen noch etwas kleineren Augen ist Albtraummaterial. Irgendwas daran missfällt mir sehr stark. Dieses Design hätte nie gezeichnet werden sollen. Das letzte Pokémon, welches früher anders aussah, ist Lapras. Was war Lapras anders? Es hatte Zähne. Keine riesigen Zähne, mit denen es seine Beute zerfetzen kann oder so, sondern einfach nur vereinzelte kleine Zähne. Ohne diese scheint es mir doch etwas freundlicher zu wirken.
Diese Show wird größtenteils durch Patreon finanziert. Ab 2,50 Euro bekommt ihr früheren Zugriff auf die Videos und könnt die Show unterstützen. Außerdem könnt ihr eins dieser Videos hier wahrscheinlich anschauen. Und das eine